Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Hey, ist was? Nehmen wir da mit. Ups. Und ja, im letzten Part haben wir hier ein bisschen rumgefarmt. So rumgelaufen, so ein bisschen planlos. Nehmen die Dosen noch mit hier. Dass wir immer genug Dings haben. Möglichkeiten haben, um Kronkorken zu verdienen. So, wir müssen jetzt zum Friedhof. Beziehungsweise so noch eine andere Station. Ist das Original, Daten, Spezial, allgemein? Radio Vegas, Aufgaben da. Also eine Erokblume und zwei Xanderwurzeln suchen, genau. So, und dann in dieser Richtung kann ich hoch. Kann ich Bergziehenmodus benutzen? Ne. Na, ich habe mit Sandro gesprochen. Der hat das Game auch gezockt. Also für die Leute, die nicht wissen, wer Sandro ist, einer meiner Moderatoren während meines Streams. Bevor sie weiter ins Ödland vorschossen, können sie ihr Charakter überarbeiten. Fertig, Reise fortsetzen. So, nee, und er meinte, oh, damit wirst du aber echt lange zu tun haben. Da war sie aber nicht sicher, was durchgespielt hat. Naja, by the way. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie viele Parts wir brauchen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt nur exzessiv die Story verfolge oder auch die Nebenquests mache oder alles einfach mitnehme. Ich habe jetzt keine DLCs. Ich weiß nicht, ob es überhaupt DLCs für gibt. Keine Ahnung. Aber naja, werden wir ja sehen. Also es wird auf jeden Fall eine lange, lange Reise. Und ja, dann schauen wir mal, was so passiert. Übrigens, was ich gesehen habe, man kann nur 1000 Mal speichern. Und da ist ein Hündchen. Mal lassen wir ihn, obwohl Erfahrungspunkte. Was ist die Stadt? Komm ich da hoch? Großer Wuffi. Ah, eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit haben wir noch gar nicht. Na ja, gut. Such dir nicht mal. Haut er hin? Wo will er denn hin? Nee. Eine Kackbratze. Meist er mich einfach. So, gucken wir uns, machen wir uns an. Gekrüppelt. Ja, nee. Geht noch. Da haben wir ihn verkrüppelt. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, ich mag aber auch Fallout. Das ist einfach so geil. Also wer... Ach Gott, mal. Das ist hier lang gelaufen. Wollten ja hier hoch. Also wer Fallout kennt, der weiß, die lassen sich mega viel Zeit mit dem Game. Also dass du entdecken kannst hier und da und... So, da hinten ist was. Und da. Was ist wieder Karte? Was ist das? Was haben wir hier? Weltkarte? Nein. Da ist der Friedhof. Das ist genau mittig. Dann gehen wir jetzt so geradeaus. Und ja, das ist ein Gegner. Aber die schnellsten sind wir jetzt nicht. Oh, guck mal, wie lieb der guckt.
Voll der süße Blick. Oh. Alle tot. Ah, das ist jetzt nicht das beste Gewehr. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar VAEs. VTs, so hießen sie. Naja, damit wir zweimal schießen können mit dem Gewehr. Naja. Fliegende fliegen, fliegen, weil sie fliegen können. Hallo, du Bläh, Fliege. Sehr schön vorbeigeschossen. Ah, ich treffe nie im Leben mehr. 0-0. Ja, komm. Dicker Flügel. Beide als eine. Schatten. Himmel und Korn. Helf schon nicht mehr. Die helfe ich doch nicht. Oh, eben habe ich auch getroffen. Linker Flügel. Mit viel Glück. Irgendwie sind das Kackviecher. Wir haben eine Sonderausgabe der Mojave-Sehenswürdigkeiten Schneekugel gefunden. Die seltenen Kriegsartefakte werden allgemein als wertlos betrachtet, aber es gibt Gerüchte, dass einige Sammler viel für sie zahlen. Okay. Na komm. Enemy down. Da war einer. Bam. So. Also ich brauche eine Schaufel, um hier zu graben. Muss aber schon eine liegen. Ja. Auch leer. Ich hab noch zwei gekillt. Kommt der da rum her? Dafür bräuchte man zum Beispiel Panzerbrechende Munition. Kann ich mir vorstellen. Naja. Bin ich runtergefallen? Ah, scheiße, aus ein bisschen Essen. Aber hier ist. Ja, ich will doch eigentlich öffnen. Okay. Ja, wo ist diese blöde Pflanze? Hm. Auf oder am Friedhof, das ist die Frage.
Ich sehe sie irgendwo nicht. Nee, keine Ahnung. Weißt du doch. Ja, also brauchen wir eine Schaufel. Da finden wir bestimmt noch das eine oder andere gute Item. Gucken, ob wir sie auf jeden Fall kaufen können. So ein Ticken schneller. Hui, hüpf. Einbrechen wollen wir natürlich nicht. So. Ist da auch eine Bedienung? Nee. Immer noch keine Bedienung. Kannst du klauen, wie du willst. Ja. Möchten Sie Vorräte kaufen? Ja, ja, das wäre ja nicht hier. Zeig mir mal Angebot. Natürlich doch. Danke. So. Weg damit. Rockblume, der Partner oder Vertreter der Woche, Rätsel. Nein, nein. Das hier, außer minus 1, Trefferpunkt plus 1, 5 Sekunden lang. So, Gegengift, große Flasche, große Whiskyflasche, macht gar nichts. Weg damit. Harmonika kann weg. Kautabak, brauchen wir den? Ja, komm mit dem Kojotenfell und tschüss. Ups. So, Laserpistole, leere Nuka-Cola-Flasche kann auch weg. Leere Sunset Sarsaphila, diese Barilla-Flasche kann auch weg. Mehl kann weg. Milchflasche kann auch weg. Wassersteinhartes Fallobst. Nee, nee, nee. Goldene Blechdosen. Ja. Gucken, ob wir eine Schaufel finden. Dann Spaten. Dynamite. So. Spaten oder Schaufel. Eine Schaufel. Nehmen wir mal mit. Ja. Haben wir das auch? Wie viel Munition überhaupt noch? Da finden wir. Ach, falsch rein. Munition wäre hier oben. 67. Ja, guck mal, können wir noch welche kaufen? Nee. Nehmen wir noch ein paar Fünfer kaufen. Panzerbrechen nicht. Buschspitz, ne? Der hat keine andere, der hat nur die Ebel. Sag mal nicht. Du musst mir jetzt 6 bezahlen, für was? Ein weiterer zufriedener Kunde. So, auf Wiedersehen. Immer mit der. Ja, Quatsch, richtig voll. Geh weg. Dann warten wir mal, bis schon was. Ja, 9 Uhr abends. Machen wir mal 7 Stunden. Das hat reichlich gereicht. Hätten wir eigentlich noch mal 2 Stunden warten können. So, auf zum Friedhof. Ausbuddeln. So.
Falls irgendwelche Gehchen da rumkrabbeln. Ja, und die Stadt haben auch noch nicht richtig untersucht. Aber nun gut, das können wir alles noch machen. Haben noch genug Zeit. Und das ist ja das Tolle an einem Format. Lauf, lauf und durchsuche alles, was du findest. Bis zum Erbrechen. Muss ich jetzt die Schaufel erst auswählen oder kann ich einfach so buddeln? So. Quatsch. Ne, hier nicht. Bisschen Nekrophilität mäßig so was sein. I love Nekrophil. Munition. Verkorken. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Komm hier rein. Markenpatronen. So, war's das? Das haben wir auch, ne? Naja. Okay. Dann geht's zum nächsten. So. Da, 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 da. Naja, müssen wir schauen. Haben wir schon 17 Minuten? Ja, ein bisschen haben wir noch. Dip, 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 dip. Bin ja eigentlich. Wollen wir das so machen? Auch mal hier reingucken. Ob er rein kann. Nee. Was schon mal hier ist. Manche Häuser sind zugenagelt. So weiß ich nicht. Ob da keiner wohnen möchte. Naja. Da hinten muss er hin. Das ist ein Briefkasten. Cherry Bomb. Nee, 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 da wollen wir nicht noch mal rein, nicht, dass wir wieder festglitschen. Festbacken. Naja. Müssen wir ja eigentlich noch geradeaus. Da können wir ja mal die Häuser mitnehmen. Gucken, ob da vielleicht auch irgendwas liegt, was wir nutzen könnten. Okay. Verkaufen könnten. Taschenlampe oder was das sein soll. Das ist das Haus von dem Doktor. Kann das sein? Hier rüber. Ah. Eine Schule. Riesen Schreckennymphe. Ja, hier, ran. So, Romero Vieh. Nee, nee, wollen wir nicht. Bam, critical. Was ja noch ist. Hallo.
Rätige Kammerjäger. 10 von 50. Baseballhandschuhe. Reinigungsmittelkarton. Mal mit hier. Nee, sonst war's das. Cherry Bomb. Was? Okay. 25 habe ich nicht. Alles leer. Auf einen Klammer können Sie nur mit einem Passwort zugreifen. Ist ja so. Ja, gut, ist ja da. Muss man halt versuchen, das richtige Passwort rauszufinden. Dort werde ich nicht bescheißen. Es gibt manche, die speichern vor sowas, um irgendwo noch ranzukommen. So, wir haben 4 Versuche und müssen uns jetzt irgendwo raussuchen und dann raussuchen, welche Buchstaben wo übereinstimmen. Bevor wir das machen, kann man hier noch versuchen, ein paar auszuschränzen, zum Beispiel. Uns einfach mal mit Killing. Haben wir 1 von 7, richtig? Naja. Nee. Ich glaube, weil wir noch nicht so gut sind, können wir nur 1 ausgrenzen. Also Killing versucht. Aber ein Wuscher mit K? Nö, haben wir nicht. Serving. Decrease, Doorway. Special Looting. Ah, ist natürlich jetzt nicht so einfach. So. Also Y aus der 4. Stelle könnte richtig sein. A könnte richtig sein. Wir versuchen das einfach mal mit. Wir wechseln mal mit Weapon. Sorry. Keiner richtig. Ich weiß gar nicht, wenn man jetzt rausgehen würde und wieder reingehen würde. Aber das würde natürlich auch nicht gehen. Special. Ja, dass das I ist richtig ist. Dritten ein I. 1, 2, 3, 4, alles viel zu viele. Gibt es viel zu viele? Das ist natürlich so eine Sache. Looting könnte es auch noch sein. Leading könnte es sein. Wir haben Weapons, wir haben Special versucht. Wir haben Killing versucht. So was mal mit Leaving. Wenn man gesperrt hat, nicht geklappt. Ja, also, wenn wir die Drehschwierigkeit von 25 benötigt und das haben, können wir ran. Von daher, es ist aber nicht weiter schlimm. Und geht die Welt nicht unter. Kronkorken noch ein bisschen mitgenommen. Junggesellenmagazin aus dem Stand, keine Ahnung. Das ist ein kleines Bonuslevelchen hier. Nummer 25, ja, können wir uns langsam dem Ende widmen. Informatik im Team. War hier schon? Nee. Spielzeugauto. The Cola Truck.
der Woche. Ruhiges Buch. Ruhiges Buch, genau. Ruiniertes Buch. Verbranntes Buch. Alles, das. Also am Anfang brauchen wir auf jeden Fall noch viel Kronkorken. Irgendwann brauchst du es nicht mehr. Ein Reckenei. Ah. Oh, eins. Ne, das, ich glaube, das war eins. Jo. Also. An dieser Stelle würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schaut auch auf jeden Fall mal in die Livestreams rein oder natürlich auch in andere Projekte von mir. Ansonsten habt einen wunderbaren Tag und haut rein, Leute!